For nature. For the ocean. For people. For animals. Hey, liebe Sanuspläne Community. Mega cool, dass ihr heute da seid. Wieder mal. Das ist super schön. Ich freue mich immer, wenn ihr kommt und euch diese tollen Gäste anhört, die ich hier so ein bisschen aufzeigen darf, weil es gibt so coole Leute auf dieser Welt und heute haben wir einen davon hier in unserem Podcast. Alle, ja, ich darf das sagen, lieber Dirk, du bist ein cooler Typ. Alle Leute, die praktisch jetzt gerade bei YouTube dabei sind, die sind auch schon, worum es heute wahrscheinlich gehen wird. Ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt und alle, die es jetzt gerade nicht sehen, weil sie den Audio-Podcast anhören, ich sag's mal kurz, es geht heute ums Ghost Diving. Der liebe Dirk Remmers ist heute hier im Podcast. Mega cool. Hallo, herzlich willkommen mal erstens. Hey, Dirk. Hi, Mensch, schön, dass ich da sein darf. Da freue ich mich tierisch. Danke nochmal für die Einladung. Voll gern. So coole Leute wie dich habe ich immer gern im Podcast. Super toll. Yes. Yeah. Taucher sowieso, weißt du. Mein Herz schlägt dafür. Ich bin zwar schon eine Zeit lang nicht mehr tauchen gewesen, so richtig. Also es geht mir auch schon richtig ab, aber mein Herz schlägt dafür. Ich bin gerade in Frankreich an der Küste. Also ich gehe ein bisschen surfen, mal zurzeit ein bisschen Oberwasser. Aber ja, Unterwasserwelt ist einfach der Wahnsinn. Und man sieht es bei dir auf dem Bild auch schon. Der Dirk hat ein Bild hinter sich von einem Wrack. Und bei diesem Wrack seht ihr auch schon, dass da auch ganz viele Netze dran hängen. Also richtig krass. Und das ist genau die Arbeit, von der wir heute sprechen werden. Der liebe Dirk ist Tauchlehrer, aber nicht nur normaler Tauchlehrer, sondern sogar Decktauch-Instructor. Das heißt, er bildet Deckdiving-Instruktoren sogar aus. Und also das ist ein ziemlicher Tiefgang, da kennst du dich sehr, sehr gut aus. Da hat man schon ziemlich einige Tauchgänge auf dem Buckel. Davon wirst du heute auch ein bisschen erzählen, gell? Aber vor allem geht es dann auch um das Ghost Diving, weil du bist ja einer der Mitgründer der Ghost Diving Germany. Und das ist eine Organisation, die wir auf jeden Fall in Zukunft auch mit Sanus Planet unterstützen wollen, weil ihr macht super tolle Arbeit und ich kenne das Ghost Diving-Problem. So ein Riesenthema. Und jetzt lasse ich dich mal ein bisschen zu Wort kommen. Erstens mal, Dirk, fangen wir mal ganz vorne an. Wie bist du überhaupt zum Tauchen gekommen? Warum tauchen? Warum hat dich das so fasziniert, dass du da überhaupt reingesprungen bist ins kalte Wasser? Weil du bist ja meistens im kalten Wasser unterwegs. Das stimmt. Ja, dann fange ich einfach mal ganz vorne an. Erstmal sage ich ganz lieben Dank erstmal für die Einladung, dass ich hier sein darf und dass ich hier so ein bisschen erzählen darf. Wie hat das bei mir mit dem Tauchen angefangen? Das ist schon eine ganze Weile her und deswegen hole ich jetzt ein bisschen aus. Ich bin aufgewachsen auf der Nordseeinsel Norderney. Das liegt so am Ostfriesland und an der Nordsee. Und da war es so, dass es dort keinen Schwimmverein gab, sondern eben nur die DLRG, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, was super ist, weil man da das Schwimmen lernen eben auch mit Rettungsschwimmen und allen Sachen verbinden kann. Ich war damals recht engagiert, hatte viel Spaß dabei. Und die Großen kamen dann ab und an auch mit so einem Tauchgerät zum Training abends. Und das fanden wir damals mit ein paar Freunden so cool, dass wir die Großen so lange genervt haben, bis wir uns auch mal mit dem Tauchgerät ins Wasser gelassen haben. Aber das war, glaube ich, der größte Fehler, weil danach wollten wir nicht wieder aufhören. Da wollte es nicht mehr zurückgehen. Genau. Ja. Und dann hat sich tatsächlich einer der Großen, mein lieber Freund Heiko, erbarmt und hat uns mitgenommen und gesagt, ich bilde euch aus. Ich bin zwar kein Ausbilder, aber es gibt hier das Buch und das arbeiten wir zusammen durch. Und das war ganz toll. Wir haben da wirklich richtig viel gelernt und viel gemacht und sind dann die ersten Tauchgänge in der Nordsee mit unserem DLRG-Boot rausgefahren und haben dann im Gewässer dort getaucht und in der Nordsee, wo ja man immer sagt, da kann man nicht tauchen, da sieht man nicht viel. Da sieht man noch nicht viel im Vergleich zu tropischen Gewässern, aber insgesamt doch klar gibt es da was zu sehen. Und ja, das hat mich einfach begeistert und seitdem bin ich dabei geblieben, mehr oder weniger intensiv. Und dass sich das irgendwie zu meinem Beruf ausartet, das war eigentlich nie der Plan. Ich habe in der Werkstoffentwicklung, in der Gießereitechnik und Werkstoffentwicklung gearbeitet. Und tatsächlich, was da dann wirklich der Fall war, ist, dass ich, nachdem ich meine Ausbildung zum Tech-Instructor bei dem Verband GOI gemacht habe, kamen so viele Nachfragen, dass sich das ganz schleichend dazu ergeben hat, dass ich irgendwann auch durch einen Ortswechsel gar keinen neuen Job gesucht habe, sondern einfach freiberuflicher Tauchlehrer geblieben bin. Das bin ich mittlerweile jetzt seit 15 Jahren und macht immer noch tierisch Spaß. Ich habe das große Vergnügen, in vielen schönen Stellen der Welt, im Wesentlichen in Europa, unterwegs zu sein und dort dann Menschen das Tauchen näher bringen oder spezielle Formen des Tauchens näher bringen zu dürfen. Das ist ganz cool. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass es ziemlich cool ist. Wie viele Tauchgänge hast du denn, lieber Dirk?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Tatsächlich hat man als technischer Taucher, ich erkläre gleich nochmal, was das eigentlich ist, in der Regel immer weniger Tauchgänge als so ein typischer Tauchlehrer, der am Tag 3, 4, 5 Tauchgänge macht. Wir machen in der Regel so einen Tauchgang am Tag, maximal zwei. Und ich glaube, insgesamt sind es irgendwo zwischen 4 und 5.000. Ja, das ist ja schon Wahnsinn. Aber eben, erklär mal, warum das so ist, dass ihr nur einen am Tag macht, weil das verstehen viele Leute vielleicht nicht, weil sie ja nicht wissen, Genau. Was was ist da. eigentlich das technische Tauchen? Also das normale Sporttauchen kennen wir. Das ist das Tauchen mit einem Gerät, mit einer Flasche. Und da gibt es dann aber gewisse Grenzen, die dort üblicherweise immer eingehalten werden. Das heißt, man sagt, man macht üblicherweise keine dekompressionspflichtigen Tauchgänge. Kurzer Einschub, was ist Dekompression? Ein Taucher, der oder ein Mensch, der unter Wasser geht und damit sich dem erhöhten Überdruck aussetzt. Dort lösen sich Inertgase im Körper, das ist ganz normal. Das kann man sich vorstellen wie eine Sprudelflasche. Und wenn man dann auftaucht, dann sollte man das nach einer gewissen Zeit, die man in der Tiefe verbracht hat, langsam tun mit gewissen Stopps. Genauso wie man eine Sprudelflasche, wenn man sie geschüttelt hat, extrem langsam aufdrehen muss, damit es nicht übersprudelt. Und das ist genau das, was Dekompression bedeutet, dass eben die Blasen, die im Körper entstehen, langsam sicher abtransportiert werden. Und diese Stopps dafür nennt man dann Deko-Stopps oder Dekompressionsstopps. Und das wird im üblichen Sporttauchen vermieden. Da sagt man, man bleibt so lange, wie die Tabellen oder die Computer erlauben, in der Tiefe zu bleiben, ohne ein Problem zu haben. Und alles, was darüber hinausgeht, das macht man eher nicht. Im technischen Tauchen ist es genau andersrum. Da sagt man, hey, das haben wir im Griff, wir wissen, wie das geht. Und wir machen halt Tauchgänge, wo dann eben Dekompressionsverpflichtungen sich ansammeln. Und das Gleiche gilt für Tiefenbeschränkungen. Im normalen Sporttauchen sagt man, man macht Maximaltiefen von 30, vielleicht 40 Meter. Das ist das Tiefste, was eigentlich so zu empfehlen ist mit normalem Atemgas, mit der normalen Luft, die wir haben. Im technischen Tauchen benutzen wir dann Gasmischungen, die ganz speziell zusammengemischt werden für gewisse Tiefenbereiche, wo dann auch Edelgase hinzugefügt werden, wie beispielsweise Helium, damit die Atemeigenschaften dieses Gases ideal sind und keine Giftigkeiten entstehen. Und so kann man dann sehr tief tauchen, also deutlich tiefer als im Sporttauchbereich und muss lange Dekompressionsstopps machen. Und deswegen werden die Tauchgänge eben lange und aufwendig. Und deswegen macht man nicht so viel davon am Tag. Und es ist auch so, dass diese Dekompressionsphase nicht vorbei ist, wenn man an der Oberfläche ist, sondern auch dann muss man noch eine gewisse Zeit abwarten, bis wirklich der ganze Blasenschwall, die ganzen Blasen aus dem Körper raus sind. Super erklärt, also spitze. Ich meine, ich kenne das Thema schon ein bisschen, aber trotzdem einige Dinge, die fallen mir auch immer wieder neu auf. Das heißt, auch nach dem Tauchen sollte man ja generell schon nicht fliegen, aber nach dem Decktauchgang sowieso wird es wahrscheinlich eine Zeit lang brauchen, bis du wieder fliegen darfst, zum Beispiel. Tatsächlich ist das ein Thema, das kennt man aus dem normalen Sporttauchen. Was ein Hauptproblem für dieses Fliegen nach dem Tauchen ist, dass, wenn man im Tauchurlaub war, man immer sogenannte Wiederholungstauchgänge macht. Das heißt, man geht eben 2, 3, 4 oder 5 Mal am Tag tauchen, weil es so schön ist. Und die Gewebe sättigen sich so langsam mit den Inertgasen, in dem Fall im Wesentlichen mit Stickstoff, auf. Das wird immer mehr. Ja. Und das kann nicht so richtig abgebaut werden, weil eben die Zeit zwischen den Tauchgängen gar nicht so lang ist, dass alles wieder rausgeht. Und so iteriert sich das dann so Stück für Stück hoch, sodass wir nachher eine Blasenlast im Körper haben, beziehungsweise eine Inertgaslast im Körper haben, die dann beim Fliegen, wenn der Umgebungsdruck im Flieger reduziert wird, zu einem Problem führen kann. Ganz genau. Das Gleiche gilt, man soll auch nicht nach einem Tauchgang direkt heiß duschen oder in die Sauna gehen, weil das eben genau die gleiche Problematik ist. Die Blasen werden langsam abgebaut und wenn man dann oberflächennah an der Haut das warme Wasser ankommen lässt, sodass sich die ganzen Gefäße erweitern und jetzt ein Blasenschwall entstehen kann, kann das eben zu Problemen führen. Ja, mega Tipps. Also alle, die Taucher sind, Taucherinnen, die heute zuhören, ich glaube, da sind noch einige Tipps drin. Kostenlose Unterrichtsstunde. Kostenlose Stunde. Yeah. Mega cool. Du, Dirk, noch eine Frage, die mich einfach interessiert. Wie tief tauchst du denn dann, wenn du wirklich so richtige tiefe Decktauchgänge machst? Naja, tatsächlich ist die Tiefe eben nur einer von einigen Faktoren, die wir da zu betrachten haben. Ich finde immer das schwierig, so eine Zahl zu geben, weil im Grunde genommen richtet sich die Tiefe nach dem Ziel, wo wir hinwollen. Und hinter mir sieht man sowas ganz Schönes. Das ist ein Wrack, das steht jetzt in der Adria, im kroatischen Gewässer dort, im kroatischen Mittelmeer, und steht auf dem Grund auf etwas über 60 Meter.
Und das wäre so ein sehr angenehmer, schöner Tauchgang. Man kann deutlich tiefer, man kann auch locker in Bereiche bis 100, 120, 140 Meter vordringen. Aber in diesen tiefen Bereichen ist halt die Zeit, die man unten verbringen kann, ohne dass die Dekompressionsverpflichtung absurd groß wird, Ja. so kurz, dass man dort gar nicht mehr viel machen kann. Das heißt, wir freuen uns immer, wenn unsere Ziele gar nicht so tief liegen. Ja. Und eure Ziele richten sich, also das kommt jetzt darauf an, nicht, ob du jetzt als Tauchlehrer unterwegs bist oder eben ob du für Ghost Diving unterwegs bist. So sieht's Wenn aus, ich, ne? Die also jetzt gehen wir mal mehr in die Ghost Diving-Szene rein, weil das ist ja ein Thema, das mich auch so fasziniert oder das praktisch unsere Zuhörer auch gerne kennenlernen dürfen. Durch die Fischerei kommen ja ganz viele Netze ins Meer rein. Und diese Netze, die werden, gehen einfach manchmal verloren, manchmal gewollt, manchmal ungewollt, bleiben sie einfach hinten, meistens eher ungewollt, die bleiben irgendwo hängen, entweder bei so einem Wrack oder bei einem Korallenriff, wenn man es drüber irgendwie zieht oder das irgendwie durch die Strömung da irgendwie hängen bleibt. Und dann bleiben diese Netze da drin. Und die Netze sind aus Plastik. Und zum großen Teil. Nicht alle, aber zum Großteil. Und dann sind diese Netze da drin, bleiben da, bleiben hängen. Und ja, jetzt haben wir ein Problem, weil so viele Tiere da drin hängen bleiben. Du bist einer der Menschen, die auch diese ganzen Operationen sozusagen auch leitet, diese Netze wieder zu bergen. Erzähl mal ein bisschen davon. Das ist, glaube ich, einfach ein mega spannendes Thema. Ja, du hast es ja gerade schon kurz skizziert. Im Englischen ist der Begriff Ghost Gear. Das heißt, das ist also Fischereiausrüstung, die verloren gegangen ist, über Bord gegangen ist oder entsorgt wurde, nicht fachgerecht entsorgt wurde, die also im Meer landet. Und da gibt es ganz unterschiedliche Zahlen, wie viel das ist. Die meisten seriösen Institute schätzen so Mengen um 640.000 Tonnen Fischereimaterial pro Jahr, Ja. was ins Meer eingetragen wird. 640.000 Tonnen pro Jahr. Das muss man sich einfach nur mal so als Haufen vorstellen. Also kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Das ist Nein, ich glaube, unglaublich es viel. ist ganz unmöglich, das irgendwie auf einem Haufen zu sehen. Das ist der Wahnsinn. Das ist unglaublich viel. Und genau wie du gerade gesagt hast, ein Großteil dieser Materialien sind Kunststoffe und sind Netze. Und Netze sind dafür konstruiert worden, Fische zu fangen. Das sind ideale Tötungsmaschinen, wenn man es mal so sagen will. Das ist der Konstruktionszweck. Und dieser Konstruktionszweck ändert sich ja nicht in dem Moment, wo sie vom Fischerboot verloren gegangen sind und im Wasser bleiben. Die fangen dort weiter Fische. Und das ist halt nicht nur Fische, sondern alle möglichen Tiere finden wir dort. Säugetiere, Vögel, natürlich Krebstiere, alles Mögliche, was wir dann an Schalentieren haben, die sich in den Netzen dann verhangen und mit der Zeit dann dort ja als nächste Generation Futter dienen für die anderen Tiere, die sich dann auch wieder verhaken und so weiter und so fort. Und das ist der erste Punkt. Das nächste Problem, was sich daraus dann ergibt, ist, dass mit der Zeit durch die Bewegung im Wasser, durch die Strömung, das Plastik zerrieben wird und irgendwann zu Makroplastik und dann zu Mikroplastik wird. Ja, das wissen wir auch, ist Teil der Nahrungskette mittlerweile und ist halt auch ein Problem für alle Meerestiere und unterm Strich am Ende auch für uns. Ja, weil am Ende essen wir das dann halt auch wieder. Wenn wir Fisch essen, das nehmen wir mit auf. Dieses Plastik, das bleibt ja nicht im Magen vom Fisch und dann scheidet er das wieder aus oder der stirbt und man nimmt den Magen raus und man isst dann den Fisch, sondern es geht ja wirklich in den Blutkreislauf rein, in den ganzen Körper, in das Fleisch rein und wir nehmen das dann mit auf. Und was Plastik in unserem Körper anrichten kann, ein bisschen davon hat man mittlerweile schon erforscht. Also so cool ist das nicht. Ich glaube, die meisten Leute würden das nicht essen wollen, wenn sie das wissen, wie viel da eigentlich drin ist. Wenn ihr jetzt zum Beispiel solche Geisternetze, also zuerst mal, gehen wir mal davon aus, ihr wisst jetzt nicht, wo die Geisternetze sind. Wie geht ihr vor, die Geisternetze zu finden? Überhaupt zu Unser wissen? übliches Vorgehen, genau. Es gibt da verschiedene Methodiken. Was in der Regel am hilfreichsten ist, dass wir uns natürlich gucken und umgucken am Meeresboden, wo gibt es Wracks? Denn diese Wracks, wie das hinter mir, die stehen aufrecht auf dem Meeresgrund, und haben damit so eine Art Staubsaugerfunktion. Denn die Netze treiben ja anfangs durchs Meer, werden aber manchmal eben auch bei Fischerbooten abgerissen, dadurch, dass die zu nah an den Wrack ranfahren. Die Fischer versuchen, nah ranzufahren. Ja, weil eben viele Fische an den Wrack sind. Das ist ein Habitat für viele, viele Lebewesen. Aber nicht zu nah, dass sie das Netz nicht verlieren. Wenn sie dann zu nah dran sind oder wenn sie in einem Seegebiet fischen, wo sie sich nicht auskennen, wo sie nicht wissen, dass da eben ein Wrack unter Wasser ist, dann ist es so, dass das Netz verloren geht. Dann hängt es direkt am Wrack. Andersrum in vielen Bereichen wie in der Nordsee, wo durch starke Strömungen das Netz durch die Gegend getrieben wird, verhakt es sich am Wrack. Wie auch immer, diese Wracks sind eigentlich immer voll mit Netzen. Und wenn wir Wrackpositionen haben, dann haben wir damit eigentlich auch Netzpositionen und brauchen nur abtauchen und können dort schon direkt eigentlich alles bergen und rausholen,
was ich dort finde, weil wir da eigentlich immer viel finden. Also ihr haltet euch hauptsächlich an Wracks oder eben wahrscheinlich an irgendwelche auffälligen Oder Strukturen. Riffe oder ähnliches. Wir machen das natürlich auch so, und das ist ein weiterer schöner Aspekt unserer Arbeit, dass wir in Kooperation mit Fischern arbeiten. Das heißt, wenn Fischer die Räte verloren haben, dann melden sich bei uns und sagen, hey, das und das haben wir verloren. Ja, können wir das wiederholen? Wir hatten vor kurzem den Fall, letzten Winter hat in Schottland ein Sturm bei, ich glaube, 27 Hummerkörben die Bojen oben abgerissen. Und damit stehen die Hummerkörbe unten rum, fangen weiter Hummer, andere Kliere und so weiter, sind aber nicht mehr zu bergen. Als Taucher können wir dann helfen, weil wir wissen und die Fischer wissen, wo sie die Hummerkörbe in etwa abgelassen haben. Dann gehen wir runter, suchen die, können die zusammenbinden und hochschicken und das Problem ist gelöst. Und das ist eben auch eine Kooperation, die wir gerne machen mit den Fischern, wo wir dann ja einfach versuchen, den Schrott, der sich ergeben könnte, zu minimieren. Ja, das ganze Thema der Fischerei ist ja halt einfach richtig groß. Viele Menschen leben halt von der Fischerei. Und jetzt, logisch, ich würde mir wünschen, die ganze Welt sagt, okay, wir lassen die Meere mal in Ruhe und geben ihnen halt die Zeit zum sich erholen. Aber viele Menschen leben wirklich vom Fischfang. Das heißt, wir brauchen dann auch Alternativen, dass die Menschen eine andere Einnahmequelle haben. Das ist nicht so einfach. Ich wünsche mir echt von heute auf morgen, es wird aufhören mit der Fischerei. Ich würde mir auch wünschen, dass die Leute aufhören, Tiere zu essen. Das wäre mein Wunsch. Wird aber nicht passieren, von heute auf morgen sicher nicht. Also schrittweise vielleicht, aber wir brauchen Alternativen. Und die Schön, schön wäre es. Zusammenarbeit finde ich so wichtig. Wir müssen auch an dieser Stelle eben sagen und feststellen, dass ja auch viele Menschen gerade auf Meerestiere angewiesen sind in der Ernährung, ja, weil es einfach derzeit gar nicht anders lösbar ist für viele Menschen, die irgendwo abgeschieden leben. Ja. Und ja, das ist halt wie immer ein industrielles Problem, was sich da ergibt. Ja, ich finde es cool, dass ihr das so angeht, dass ihr auch mit den Fischern zusammenarbeitet, dass ihr auch zum Beispiel auch wisst, wo die Sachen sind, weil ich kenne es auch anders. Ich kenne es auch von Leuten, die zum Beispiel eben nur gegenseitig so kämpfen und dann kommt halt nichts raus dabei. Am Ende zwei Seiten, die kämpfen und das ist auch nicht unbedingt die Man Zukunft. muss ja auch Aber immer überlegen, wo das eigentliche Problem liegt. Das eigentliche Problem liegt ja am Ende daran, dass Fischfang industrialisiert ist. Ja? Wenn man sich mal anguckt, einen Krabbenkutter an der deutschen Nordseeküste, der hat Netze, die sind groß, die sind beeindruckend, wenn man dabei steht. Aber so ein Offshore-Fangschiff, so ein Fabrikschiff, was da draußen rumfährt, das hat ein Netz, das zieht mit einem Mal ziehen die über 500 Tonnen Fisch raus. Ja? Da würden über 12 Jumbo-Jets reinpassen in so ein Netz, ja. Das muss man einfach mal von den Dimensionen vergegenwärtigen. Ja, Und genau. ist schon klar, dass dieses industrielle Fischerei im großen Maßstab wie immer das Hauptproblem dabei ist. Ja, voll. Du, Na, wenn ihr na, dann diesen. natürlich bin ich bei dir, sagen, schön wäre es, wenn wir insgesamt nachhaltig leben können, aber wir müssen ja natürlich uns dem annähern und das dann Lösungen anbieten und nicht nur Probleme aufzeigen. Ja, und das ist Schritt für Schritt, das ist ein schrittweiser Vorgang und ja. Braucht auch viel Bewusstseinserweiterung und viel Mindset-Veränderung und auch Traditionen mal loszulassen und so weiter. Da braucht es viel Arbeit. Aber ich finde es cool, dass es eben so Menschen gibt, die das eben auch von, es gibt so viele tolle Leute, die es von verschiedenen Blickwinkeln eben betrachten und von anderen Arten anfangen, da eben ranzugehen an diese Art und Weise. Also finde ich super. Finde einfach super, was ihr macht. Du, wenn ihr dann diese Netze findet, also ihr seid jetzt beim Netz, beim Wrack und habt dann gesehen, wo das Netz ist, kommt logisch darauf an, ob ihr eine Sicht habt, wie auf diesem Bild da. Da schaut die Sicht ganz gut aus. Aber ich weiß eben auch, wie es in der Ostsee ist, weil wir haben uns ja in der Ostsee kennengelernt, wir zwei. Ich war zwar nicht unter Wasser da, weil es ist ein Wasser, Nordsee, ehrlich. Nordsee war's. Aber wir waren an der Nordsee. Ach, Schmarrn, du hast mir gesagt, du bist meistens eher an der Ostsee unterwegs. Wir haben uns an der Nordsee kennengelernt. Genau, da habe ich verwechselt. Stimmt. Oh Mann. Also wenn du in der Ostsee tauchst, dann ist normalerweise wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich so eine Sicht, wie du da jetzt gerade auf dem Bild hast. Ist nicht so üblich, glaube ich. Aber die Sicht ist schon halbwegs besser als in der Nordsee, wo wir uns kennengelernt haben. Da hast du einen halben Meter Sicht teilweise. Also Absolut. Wobei das so ein bisschen relativ alles ist, denn wenn wir anfangen mit den Netzen zu arbeiten, die sind ja voller Sediment, dann dauert es nicht lange und wir haben an der Stelle zumindest auch bei Sichtverhältnissen, generellen Sichtverhältnissen hinter mir, dann keine Sicht mehr. Dann haben wir eine Staubwolke um uns herum und das ist wie, als ob man im Saugbeutel von einem Staubsauger arbeiten würde. ja, das wird dann auch gefährlich. Also man muss dann schon auch Leute dabei haben, die wirklich sich auskennen beim Tauchen und die wirklich genau mit Geisternetzen schon Erfahrung haben, mit dem Wasser Erfahrung haben. Ich habe zum Beispiel, wenn der Timo mir gesagt hat, hey, also die Fons Finanz, eine Firma, für die ich manchmal eben Vorträge halte, und der Timo ist einer
ein Tauchversicherungsmakler, der arbeitet mit der Fondsfinanz zusammen, den habe ich dadurch kennengelernt. Und der Timo hat mit dem Simon von der Fondsfinanz eben ausgemacht, es wäre mal cool, so eine Geisternetz, so ein Projekt zu machen. Und dann kam dieses Projekt raus, wo wir uns dann kennengelernt haben, wo ich ihm Vorträge gehalten habe. Und wenn der Timo das erzählt hat, er hat meinen Vortrag gesehen, wo ich auch von Geisternetzen gesprochen habe, allerdings bei mir in warmen Gewässern, also easy Gewässer, easy tauchen. Also ich bin nicht die Kalttauchexpertin oder wo du nichts siehst, Tauchexpertin, das bin ich nicht. Gebe ich einfach ganz offen zu, da kenne ich mich null aus. Aber wenn der Timo das gesagt hat, das Projekt würde kommen, dann habe ich mir gedacht, cool, ich will mittauchen, ich will Netze rausholen, das ist so, was ich voll gern mache. Aber dann habe ich mal überlegt, also in der Nordsee, na, ich weiß nicht recht. Also da passt, da gehöre ich noch nicht rein, da kenne ich mich einfach nicht aus. Also das sind die Experten am Werk. Deswegen habe ich heute diesen Experten im Werk hier, weil in solchen Gewässern zu tauchen, das ist eine ganz andere Nummer. Was für Probleme kann man es gar nicht nennen, aber was für Herausforderungen habt ihr denn da so? Naja, wir haben ein paar Problemfelder. Ich nehme mal die Nordsee raus, weil die so ein tolles Gewässer ist und es wird immer wieder gesagt, in der Nordsee kann man nicht tauchen. Klar kann man das. Ist nur nicht ganz so einfach. Die Nordsee ist eigentlich gar kein besonders schwieriges Gewässer, weil sie nicht besonders tief ist, weil sie nicht besonders weit weg ist oder so. Aber die Nordsee ist halt ein Gezeitengewässer und die Gezeiten bedeuten, Strömung geht rein und raus. Das heißt, wir haben die ganze Zeit Strömungen. Dann haben wir das Wattenmeer, was ein ganz toller Lebensraum an sich ist, bedeutet aber auch, das besteht aus ganz feinem Schlammsediment, eben aus Watt. Und dieses Watt wird zweimal am Tag überflutet und dann auch wieder, ja, fällt es trocken. Und das Wasser fließt hin und her zwischen den Inseln durch und da haben wir dann riesige, starke Strömungen und dieses ganze Sediment wird transportiert. Das heißt, die Sicht ist generell schlecht dort. Wir haben viel Strömungen. Wir haben ein raues nördliches Gewässer, wo wir also auch relativ schnell Wetterumschwünge erleben können und wo dann der Seeraum offen ist nach Norden hin und wenn wir nördliche oder westliche Winde haben, haben wir in der Regel schon eine relativ starke Welle, die beim Rausfahren ein Problem ist, vor allem beim wieder an Bord gehen, nach dem Tauchgang aufs Boot. Das nächste Problem ist, dass wir in diesen Gebieten zwischen den Inseln dann oft eine Windrichtung haben, die gegen die Strömung ist. Das führt zu sehr kurzen, steilen Wellen, was auch unschön ist für die Boote, mit denen wir dann fahren. Und das sind alles so kleine Summen an Problemen. Wie minimieren wir die Probleme? Indem wir einfach sagen, wir tauchen immer dann, wenn sogenanntes Stauwasser ist, wenn also Gezeitenwechsel ist. Das heißt, wenn zum Beispiel Hochwasser ist, ja, dann dauert es in etwa so eine halbe bis dreiviertel Stunde. Das hängt immer vom einzelnen Zeitpunkt im Jahr, im Monatszyklus ab. Wie lang dieses Stauwasser ist, wo dann keine Strömung ist. Wir versuchen das genau zu treffen. Die Taucher dann ins Wasser zu schmeißen, dass diese Zeit ausgenutzt werden kann, dann können sie unten arbeiten, dann treiben sie wenigstens nicht sofort weg, ja, aber dann ist die Sicht in der Regel immer noch schlecht und spätestens in dem Moment, wo die anfangen mit den Netzen zu arbeiten, ist die Sicht grottenschlecht. Und dann geht es eben darum, dass die Leute genau wissen, was sie tun, dass die Taucher im Team zusammenarbeiten. Die Arbeit sieht im Grunde genommen so aus, dass wir versuchen, das Netz, was wir finden, mit einem Hebesack zu markieren. Ein Hebesack ist so eine Art Tüte, in die Luft eingefüllt werden kann aus dem Tauchgerät, sodass das Ding Auftrieb erzeugt und das Netz hochzieht. Was wir zuerst machen ist, wir hängen das an ein Netz ran, versuchen damit eine stabile Ecke zu finden und lassen ein bisschen Luft rein, um so ein bisschen Auftrieb zu erzeugen, dass wir Spannung auf die Leinen von dem Netz setzen. Und dann gucken wir, wo können wir das hervorholen, wo können wir das rausholen, sodass wir das größte Stück hochholen können. Und da, wo wir es nicht mehr herausholen können oder wo es irgendwo verhakt, verdreht, fest ist, da müssen wir es dann schneiden mit einem Messer. Und dann kommt es eben auch auf die gute Koordination im Tauchteam an. Es generelle Regel ist, wir haben immer nur ein aktives Messer dabei, einer passt auf. Ja, und die Rollen werden mit der Zeit immer gewechselt, weil das Arbeiten sehr anstrengend ist. Anstrengend bedeutet, dass mehr Luft oder mehr Atemgas verbraucht wird und so weiter und so fort. Ja, das heißt, da bestehen enge Regeln, da besteht eine hohe Ausbildung. Wir erwarten von unseren Tauchern auch immer, dass die einen Schritt höher ausgebildet sind, als wir aktiv tauchen. Das heißt, wenn wir im 30-Meter-Bereich tauchen, dann erwarten wir, dass die Taucher für den Trimix-Bereich ausgebildet sind, das heißt für den Bereich so bis 50, 60 Meter, einfach damit sie auch im flachen
dann noch neben dem Tauchen arbeiten können und die Kapazitäten frei haben, um das durchführen zu können dort. Und wenn dann das Netz soweit freigeschnitten ist, dann gibt es irgendwann den letzten Schnitt. Das ist immer ein schöner Moment, wo man dann sieht, eine Leine ist unter starker Spannung und tack, da schneidet man dann mein Messer entlang und das ganze Ding poppt hoch und man kann von unten nochmal kurz winken und oben erscheint dann an der Oberfläche der Hebesack, wie du es ja gesehen hast, dann da in der Nordsee. Ne? Ja, das war auch die gleiche Art, wie wir das gemacht haben. Allerdings gab es bei uns nicht so krasse Herausforderungen wie bei euch. Aber wenn wir die Netze also gebogen haben, haben wir das auch mit dem Hebelsack gemacht und eben auch mit dem Raufwinken, Baba. Und dann sind wir noch weitergegangen, schauen, ob wir noch was anderes finden, wenn noch Zeit war. Ja, also ich kann mich so daran erinnern und ich fühle mich gerade unter Wasser versetzt. Es ist super schön, dir zuzuhören. sehr schön, ja. Ja. Ja, und das ist halt eben die Herausforderung, das zu machen bei einem Gewässer, wo dann die Strömung wieder anfängt, wo die Sicht schlecht ist. Und vor allem, wo eben auch dann eine geringe Infrastruktur ist. Das heißt, wenn ein Taucher ein Problem hat und direkt auftaucht, dann ist es auch wichtig, dass er seine Boje schießt, damit die Boote ihn oben sehen können. Denn durchaus ist die Chance schnell gegeben, dass er schnell weit abtreibt. Ja, was natürlich auch nicht ganz ungefährlich ist an der Stelle. Und wenn er dann weggetrieben ist und man ihn nicht sofort sieht, ja, dann haben wir ein Problem. Das heißt, der muss direkt schon eine Boje schießen, damit wir sehen können auf den Booten oder die Besatzung auf dem Boot sehen kann, da treibt ein Taucher davon und den behalten wir im Blick, wenn der dann auftaucht, nachdem er seine Dekompressionsstopps ausgeführt hat, durchgeführt hat, dann ist alles schick und dann machen wir weiter. Ja, krass. Also ich glaube, alle, die jetzt noch nie getaucht sind, können sich das vielleicht noch nicht so ganz vorstellen. Aber es gibt ganz viele Videos auch online, wo du das mal anschauen kannst. Gibt es einfach Ghost Diving an, dann findet ihr ganz viele tolle Videos, wo ihr auch wirklich diesen Prozess mal euch besser vorstellen könnt, wie Wir das so können auch so ein funktioniert. paar Links von uns unten in Ja, die Beschreibung ganz genau, reinsetzen. da unten. Einfach Da draufklicken. Da werden wir unten. ein paar Links reinstecken, auf jeden Fall. Dann könnt ihr das anschauen. Es ist sehr faszinierend. Du, Dirk, kannst du mir ein bisschen erzählen, wie viel habt ihr denn eigentlich schon so mehr oder weniger an Geisternetzen rausgeholt oder an, also, das heißt ihr, du machst es ja weltweit, du bist ja überall unterwegs, machst Ausbildung, also bildest aus und machst aber auch also Ghost Diving Projekte weltweit, warst gerade in Lampedusa 2 Wochen, hast da auch an Geisternetzen gearbeitet. Genau, Hast du das so ein ist. bisschen ungefähre Vorstellung, wie viel ja so du so circa an was du schon so alles gearbeitet hast? Es gibt immer, ich rolle mal auch so ein bisschen auf. Das Schöne an Ghost Diving ist, ich zeige mal das Logo hier. Ja. Das ist eine internationale Vereinigung, ist ein internationaler Verband oder eine Gruppe, die in verschiedensten Ländern vertreten ist, wo wir aktiv Dinge machen. Und das ist wirklich was Schönes, denn wir können uns überall treffen mit Leuten, Kollegen und dort tauchen gehen. Und in Lampedusa, das war jetzt eine Veranstaltung, wo wir Leute aus dem Nahen Osten, aus Griechenland, aus Zypern, aus Deutschland, Niederlanden und Italien zusammen hatten, die dort zusammen eben ein Ziel, nämlich Ghost Diving, angeguckt haben. Ja, und das ist einfach was Schönes, was man da immer wieder angucken kann und machen kann. Ja, und das finde ich immer wieder wunderbar, sich das angucken zu können. Ja, mega So. cool. Du hast mich nach Zahlen gefragt. Ja, Zahlen also zu so haben. ungefähr, Ja. dass man das auch mal hört. Genau. Healthy Seas ist unser Partner, mit dem wir sehr viel zusammen machen. Und im Jahr 2022 hat also Ghost Diving on Healthy Seas mit 350 freiwilligen Tauchern Tauchgänge durchgeführt und hat 132,5 Tonnen Müll aus dem Meer entfernt. Ich sage jetzt mal ganz 120. allgemein Müll. Wow. Ja, das ist schön. Wir haben 188 Tauchtage letztes Jahr gehabt. Ich nehme mal nur die Zahlen von letztem Jahr. Und insgesamt 228 aktive Tage. Ich gucke da mal ein bisschen rüber, weil Ja, da habe ich die das ist Zahlen mir gerade gut. aufgeschrieben. Das ist gut. und das ist natürlich viel, aber wenn man das ins Verhältnis setzt zu den 640.000 Tonnen, die jedes Jahr neu reinkommen, sind 132 Tonnen, die wir rausgeholt haben, nicht mal ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja. Zum Glück gibt es auch noch etliche andere Vereine und Organisationen, die sich um das Geisternetztauchen kümmern. Du hast es ja auch früher schon mit einem anderen Verein gemacht. Und das ist super, denn zusammen schaffen wir mehr und je mehr wir schaffen, desto besser ist es für jedes einzelne Tier. Ja, voll. Voll.
Also die Zahlen sind schon krass, wenn man das vergleicht, wie viel drin ist oder reinkommt jedes Jahr und wie viel dann rausgeholt werden kann und wie viel Aufwand das ist, das alles wieder zu bergen. Das ist ein Aufwand. Das ist mit Zeit verbunden, das ist mit Energie verbunden, das ist mit Geld verbunden. Und jetzt kommen wir mal ganz kurz auf das Geld zu sprechen. Wie finanziert ihr das? Rein aus Spenden. Wir sind also tatsächlich ein komplett spendenbasierter Verein. Wir sind eine e.V. in Deutschland, ja, als gemeinnützig anerkannt, damit eben auch Spenden bescheinigungsfähig in Deutschland, was für viele Spender auch eben interessant ist. Und wir haben alle Taucher bei uns arbeiten komplett ehrenamtlich. Das heißt, keiner kriegt da Geld, verdient damit Geld. Natürlich versuchen wir, soweit es irgendwie geht, Kosten durch Sponsoring gering zu halten. Aber auch das nehmen unsere Freiwilligen auf sich und sagen, nee, wir wollen da helfen, wir wollen was machen. Und das ist halt der Jahresurlaub von unseren Mitgliedern, die würde ich sagen, im Jahresurlaub gehe ich jetzt auf die Nordostsee oder irgendwo hin und hole Netze aus dem Wasser. Ich finde das voll krass, voll cool, weil ich habe ja auch ganz viel Freiwilligenarbeit gemacht. Und ich finde es wichtig, sehr, sehr wichtig. Bis zu einem gewissen Punkt ist halt dann die Frage, okay, irgendwann musst du halt schauen, wie du das auch alles finanzieren kannst, ne? Und wenn ihr jetzt einen Verein habt und die Leute euch spenden können und unterstützen können, dann heißt das, dass dieses Geld alles in das Projekt reingeht. Das heißt, die Leute machen das in ihrem Urlaub. Also ganz ehrlich. Ich finde es einfach Wahnsinn und ich finde es super schön. Und das ist genau das, wovon ich auch jahrelang spreche, eigentlich schon. Macht doch mal mit eurem Urlaub was anderes. Versucht euch mal einzusetzen. Ihr müsst ja jetzt nicht Decktaucher werden. Ihr müsst auch nicht auch Müsst ihr aber. Geisternetze rausholen. Könnt ihr aber. Ihr müsst auch nicht Geisternetze rausholen. Aber macht doch mal in eurem Urlaub einen aktiven Urlaub, der was zurückgibt an die Welt. Oder verbindet es. Es muss auch nicht jeden Tag sein. Aber es ist so wichtig, dass wir uns da in diesem Bereich ein bisschen öffnen, weil jeder von uns kann einen Beitrag leisten in dem Bereich, der euch wichtig ist. Es kann für Tierrechte sein, es kann für Menschenrechte sein, es kann im Umweltschutz, Meeresschutzbereich sein. Ist ganz egal. Hauptsache, ihr verbindet eure Zeit und gebt was zurück an die Welt. Und ihr lernt was dabei. Also man lernt ja so viel. Du hast ja wahrscheinlich auch extrem viele Geschichten. Ich kann mir vorstellen, wir könnten hier stundenweise reden Ich könnte Stunden weitererzählen. von tollen Menschen, die du kennengelernt hast, tolle Erfahrungen, die du gemacht hast oder auch krassen Erfahrungen, die du gemacht hast. Was waren denn, wenn du magst, kannst du gerne eine schöne oder eine vielleicht schwierige Erfahrung teilen? Magst du gerne eine Geschichte mit uns teilen? Also was zum Beispiel richtig Schönes war letzte Woche, ich bin nicht, ich, mir fällt immer schwer, an so ganz Geschichten irgendwann zurückzudenken, aber letzte Woche haben wir an einem Wrack eine Kette von untergegangenen, ja, so Hummerkörben gesehen. Das sind also im Prinzip kleine Reusen, die sind da nicht für Hummerkörper, für Hummer eingesetzt, sondern für Fische. Und tatsächlich hatten wir da in einer Reuse einen Fisch drin gefunden, so ein Barsch in der Größe, so barschartiger. Und wir waren in der Lage, durch das richtige Drehen der Reuse rauszuziehen, ihn, der so ein bisschen verwirrt durch die Gegend schwamm, der wahrscheinlich jetzt schon eine Weile da drin war und geschwächt war, aber zu befreien. Und dann schwamm er los, schwamm wieder zur Reuse hin, war ganz verwirrt, legte sich kurz auf den Boden und dann hast du gemerkt, wie es bei ihm so Klick gemacht hat, er sich aufrichtete und weg ins freie Wasser geschwommen ist und davon war. Dieser kleine Moment, eben so einen Fisch zu befreien, war toll, hat einfach Spaß gemacht, ja. Und wahrscheinlich auch zuzuschauen, wie der jetzt versteht, ah ja, ich bin jetzt frei, also ich kann jetzt Frei, wieder dieser weiter. Moment, wo er sagt, hä, wie, was, ja, schön, ja, Ja. wunderbar, das ist Ja. ein toller Moment immer. Auf der anderen Seite gibt es immer Bilder, die man im Kopf hat, die im Hinterkopf bleiben, einfach die nicht so schön sind. Ich habe vor einigen Jahren in der Ostsee einen relativ tiefen Tauchgang gemacht an einem historischen Wrack, ganz tolles Wrack vor Schweden in knapp 80 Meter Tiefe. Und das ist eine Region, wo dieses Wrack liegt. Deswegen ist es so gut erhalten, weil dort eben so gut wie kein Sauerstoff mehr ist in dem Wasser. Das ist also wirklich ein, ja, ein ganz trockenes. Also trotzdem nicht, aber Wasser, was sehr wenig Sauerstoff enthält und eben nicht unbedingt das ist, was man so als lebenswert betrachtet. Und natürlich hing an diesem Wrack an einer Stelle, die so ein bisschen weit hoch ging, auch ein Netz. Ja? Und in diesem Netz hat sich ein Seehund verhangen. Da hing also eine Robbe und der ist natürlich verstorben. Und durch das sauerstoffarme Wasser, durch den wenigen Leben dort unten, ist der Verwesungsprozess eben sehr langsam gewesen. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Tier da schon hing, aber man konnte das richtig schmecken. Diese Verwesungsgeruch, Geschmack konnte man wahrnehmen durchs Tauchgerät.
Ja? Und Das ist das krass. ist auch so ein Moment, wo man denkt so, boah, nee, nicht so schön. Ja. Also das sind schon krasse Momente. Ich habe auch einige Dinge erlebt, wo ich mir gedacht habe, im Nachhinein eigentlich hätte ich das, also das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, das in meinem Kopf zu speichern, weil irgendwie bleiben die Bilder ja auch da. Da, das ist einfach so, ja. Habt ihr da auch, weil ich meine, einige Leute mögen jetzt sagen, ja, ist ja nur eine Robbe oder ist ja nur ein Fisch. So schlimm kann das ja nicht sein für dich. Für mich schon. Also ich spüre das ganz stark und ich nehme das lange Zeit auch mit. Tragt es mit mir so rum. Habt ihr da irgendwo auch hin und wieder mal eine Betreuung oder so? Macht es sowas auch? Also das zu verarbeiten, weil es ist schon heftig manchmal. Haben wir bisher zumindest in den Projekten, wo ich dabei war, nicht gehabt. Da war die Betreuung eigentlich, dass wir uns immer austauschen und im Gespräch sind abends. Ja. Dass wir am Ende des Tages vielleicht gerne nochmal mit einem Bier zusammensetzen und überlegen, okay, was haben wir gemacht, was war gut, was war ein Problem, was war schlecht. So eine Debriefing-Kultur ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist in meinen Augen. Einfach um auch von Tag zum nächsten Tag Dinge besser machen zu können. Ja, voll. Ich finde das auch wichtig. Und wenn du dich austauschen kannst mit den Leuten, die das Problem kennen, dann ist es nochmal umso Absolut. wichtiger, weil ich nehme jetzt ein banales Beispiel, aber manchmal braucht es eine psychologische Betreuung für bestimmte Themen, klar. Aber mir kommt halt manchmal auch vor, es ist noch viel, es mir persönlich gibt es noch viel mehr, wenn ich mit Leuten rede, die das Gleiche erlebt haben wie ich, weil die verstehen mich dann auf einer anderen Ebene. Weil du die gleiche Ebene hast dabei, ne? Ja. Genau. Das Ja. ist in meinen Augen auch sehr wichtig. Was zum Glück bisher, ich klopfe hier mal auf Holz, ich versuche mal Holz zu finden, da habe ich Holz, ja. Ja. Bisher ist bei unseren Projekten noch kein Taucher bisher zu Schaden gekommen oder kein Teilnehmer zu Schaden gekommen. Und das ist ja auch immer was, wenn du ein Projekt leitest, ist mir das immer extrem wichtig, dass dort auf Sicherheit geachtet wird und die ganzen Regeln eingehalten werden. Denn das Allerletzte, was wir wollen, dass jemand sich in der Freizeit für die Natur engagiert und dann verletzt oder irgendwie auch immer anders nach Hause kommt, als er hingegangen ist, ja. Das ist natürlich etwas, was mir auch immer sehr wichtig ist, dass wir da uns die Zeit und Ruhe nehmen. Denn typischerweise ist es so, dass man im Brass, ich möchte jetzt helfen, ich möchte was machen, manchmal eben auch hektisch wird und schnell wird und Dinge schnell macht, die eigentlich in Ruhe gemacht werden müssen. Ja, voll. Ja. Voll, ich verstehe dich voll. Und das ist auch gut und das habe ich auch gesehen. Das hast du auch beim Debriefing auch erklärt, in der Nordsee, dass, also wenn jetzt irgendwie, weil ihr fahrt raus und wenn jetzt irgendwie das Gefühl aufkommt, nein, es ist nicht das richtige, der richtige Moment, da jetzt ins Wasser zu gehen, irgendwas stimmt hier nicht und dann lasst ihr es. Ja, es kostet euch auch Geld und Zeit, da rauszufahren und dann kommt ihr zurück und habt kein Netz bergen können und nichts machen können. Aber, und dann ist es halt so. Ihr habt Dann ist gegeben, es was eben ihr so, ganz konntet genau. und es ist viel besser, auf die Sicherheit zu schauen, als im Nachhinein irgendein Problem zu haben und dann wirklich ein wirkliches Problem zu kreieren, mit dem du dann jahrelang nicht klarkommst, weil das könnte echt auch daneben gehen. Also man braucht schon deswegen auch die Leute, die sich auskennen und deswegen finde ich es auch sehr gut, dass ihr diese Regel habt, eine Stufe höher ausgebildet zu sein als das, was ihr gerade taucht. Es ist so wichtig, auf diese Sicherheit hier in diesem Bereich zu gehen. Mega. Du, was macht ihr denn eigentlich dann mit den Netzen, wenn die an der Oberfläche ankommen? Was passiert jetzt mit diesen Netzen? Das erstmal ist die schwierige Arbeit, die aus dem Wasser zu kriegen, ins Boot rein. Ja, das ist auch manchmal sehr schwer. Also es ist echt immer auch körperliche Arbeit. Also gerade zuletzt, ich hatte das große Vergnügen jetzt bei dem letzten großen Netz. Das war tatsächlich ein Schleppnetz, was wir geborgen haben vor Lampedusa. Und da hatte ich die Aufgabe zugeteilt bekommen, mit der Kamera zu filmen und nicht zu ziehen. Und ich war ganz froh über meine Aufgabe, weil ich nachher gesehen habe, wie den Jungs der Schweiß auf der Stirn stand. Ja, ja. Aber das ist Teil 1. Nee, Teil 2 ist, und jetzt kommt es zum wichtigen Punkt. Das aus dem Wasser holen der Netze ist der eine wichtige Teil. Aber der nächste Teil ist, man kann damit ja noch echt was machen. Das ist ja zum Teil auch wirklich ein brauchbarer Rohstoff. Und unsere Partnerorganisation Healthy Seas ist dort eben engagiert und arbeitet eng zusammen mit verschiedensten Firmen, die unter anderem Schmuck herstellen aus alten Netzen. Ja, das wäre ein sogenanntes Upcycling. Du musst jetzt mal den Namen nennen von dieser Firma hier, wenn du das willst, die das macht. Den Namen darfst du nennen. Magst du den Namen nennen? Darfst du schon? Das ist die Firma Bracenet in Hamburg, die ganz hervorragende, tolle Schmuckstücke herstellt und aus alten Fischernetzen. Und das ist also faszinierend, ja. Sachen, die unten Tiere gefährdet haben, sind jetzt einfach ein Schmuckstück. Dann gibt es Firmen, die, das hängt natürlich immer davon ab, die Beschaffenheit des Netzes und der Zustand des Netzes, wie es
bewachsen ist, wie es zerlegt ist, muss dann getrocknet werden. Und dann kann es zu großen Teilen oft recycelt werden. Und zwar gibt es dort Hersteller, die eben Fasern produzieren aus alten Netzen. Ja, auch hier nenne ich mal Namen. Es gibt die Firma Aquafil, die das Garn Econyl herstellt. Und dieses Garn zum Beispiel wird von verschiedenen Herstellern, wie ich nehme mal Hyundai als Hersteller, im Auto als Fußmatte verarbeitet. Also Ja. es ist krass, gell? Du kannst dann auf einmal das alte Fischernetz in deiner Fußmatte im Auto haben. So cool. Verschiedenste anderen Firmen, Badebekleidungshersteller und Unterwäschehersteller nutzen diese recycelten Fischernetze, um damit Kleidung herzustellen. Ja, Socken, ist Healthy voll cool. T-Shirts gibt es. Genau. Mega coole Sache, Ich habe oder? von Healthy Seas die Socken auch bekommen. Die Ja. sind auch richtig angenehm. Ich meine, ja, ist Plastik, aber ganz viel von unserer Kleidung ist aus Plastik. Und die Frage ist ja nicht, neues Plastik herzustellen für Kleidung, sondern eben das, was halt da ist, irgendwie zu verwenden und zu verwerten, anstatt eben neues Material herstellen zu müssen, wenn es schon da ist und wenn es wieder eine Verwendung kriegt. Ja, cool. Also ich habe diese Socken von Healthy Seas zum Beispiel bekommen und eben von Bracenet habe ich so einen Schlüsselanhänger bekommen. Super schön. Und das Also ist halt super eben cool. was für uns besonders wichtig ist und ein riesen, riesen Punkt darstellt, dass wir den ganzen Weg darstellen können, vom Entfernen des Netzes aus dem Wasser bis hin zum Recycling, wo es dann angeboten wird an Firmen, die dann ein Produkt herstellen können, was ja Sustainability groß schreibt. Ja, genau. Und das ist ja eines der großen Themen. Also wer weiß, was vielleicht bei Sanus Planet oder Sanus Life in Zukunft mit alten Fischernetzen gemacht wird. Also Mega cool, Möglichkeiten genau. sind ja da. Dass Deswegen wir mega, da mega cool. Ja. wirklich in die Kreislaufwirtschaft einsteigen können. Ja, voll, voll. Du, jetzt gehen wir mal noch ganz kurz da in die Unterstützungsrichtung. Also wir sind ja eine Foundation und wir werden in Zukunft auch sicherlich schauen, dass wir euch unterstützen. Das ist hundertprozentig dafür. Da gebe ich alles dafür. Was braucht ihr denn alles so an Unterstützung? Also, dass man ein bisschen ungefähr auch versteht, ja, was kostet das eigentlich, was ihr da macht? Weil, okay, die Freiwilligen, die machen das zwar freiwillig, die zahlen sogar ihre eigene Reise, manchmal freiwillig, oder? Hast du davor gesagt, gell? Das ist ja schon alleine eigentlich wert, die Leute auch zu unterstützen, da kommt mir vor. Absolut. Aber eben auch eure Arbeit, was kostet es eben, solche Geisternetze zu bergen? Tatsächlich ist es immer schwer, sowas in Zahlen zu nennen, weil es sehr unterschiedlich ist. Wir haben ein Problem, was eigentlich eine schöne Sache ist, also ein Luxusproblem, wirtschaftlich betrachtet ist. Für uns sind Unterkünfte immer ein sehr hoher Finanzierungsposten, denn wir tauchen dann, wenn das Wetter einigermaßen gut ist, das heißt in der Sommersaison, ja, Sommer und Herbst, Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter geht nicht. Und das ist alles immer die Zeit, wo an den deutschen Küsten auch Hauptsaison ist, ja. Und die Ferienunterkünfte dort sind einfach teuer. Wenn wir dann für 10 Taucher und Bootspersonal eine Unterkunft buchen müssen, dann müssen wir sie A erstmal kriegen. Und zweitens ist sie da nicht geschenkt. Da reden wir dann wirklich von ja, vierstelligen Summen, ja, pro Tag. Und das ist ein großer Faktor. Ein anderer Faktor ist natürlich, sind die Bootskosten, die wir haben. Wir müssen die Boote großteils mieten. Wir müssen den Kraftstoff dafür ranbringen. Natürlich träumen wir auch davon, mittelfristig mal mit ja, nicht fossilen Brennstoffen mit Booten fahren zu können. Aber da ist die Technologie für unsere Anwendung derzeit noch nicht ganz angekommen. Da beobachten wir den Markt sehr eng. Ja, aber es ist noch nicht ganz da. Ja, und das sind alles Kosten, die wir haben. Dann kommen natürlich Sachen dazu, wie die Messer, von denen wir sprachen, die Hebesäcke, die müssen wir kaufen. Wir müssen die Tauchgase füllen. Und da wir eben auch in den flacheren Tiefen nicht mit Luft tauchen, sondern mit dem sicheren Tauchgas Nitrox, haben wir dann Sauerstoffflaschen, müssen Leute haben, die sich auskennen, die das füllen können oder das in kommerziellen Füllgeschäften füllen lassen und so weiter und so fort. Und das ist dann in der Summe, sind das dann auch schon mal ganz saftige Kosten und Rechnungen, die sich da zusammenbringen dabei. Also Ja. da fangen wir mit vierstelligen Dingen an, sind aber sehr, sehr schnell fünfstellig, wenn es um ein größeres Projekt geht. Ja. Da möchte ich ganz kurz einen Punkt mit dazu bringen, weil wenn wir ganz ehrlich sind, ich habe ja auch ganz viele Autoreifen aus dem Meer rausgeholt oder auch eben zum Beispiel in Lesbos in Griechenland auch viele von den Schlauchbooten geborgen. Wenn wir ehrlich sind, die ganze Arbeit, die wir da reinstecken, um das wieder rauszuholen, es wäre eigentlich ja viel einfacher, wenn wir den Scheiß gar nicht erst ins Meer reinbringen. Also Also, wir könnten da alle mithelfen und dann bräuchte man nicht gefährliche Aktion oder gefährlich. Du hast einmal gesagt, eine Aussage, die war super. Es ist eigentlich nicht gefährlich, weil ihr seid ja ausgebildet und ihr wisst, ihr könnt es ja einschätzen auch. Aber ja, also irgendwas kann immer sein.
Aber eben, man müsste da nicht Leute ins Wasser reinbringen und das alles bezahlen und das alles machen, um das nur rauszuholen, was wir halt eben reinschmeißen, und das kostet einen Haufen Geld, sondern es wäre noch viel gescheiter, wenn wir alle einfach ein bisschen mehr mitdenken würden und bestimmte Sachen einfach nicht mehr tun. Und da kann halt jeder für sich den Weg finden, und jeder was einen Beitrag leisten. Das kann jeder für sich entscheiden, ob er jetzt sagt, okay, ich esse keinen, wenigstens schon mal keinen industriell gefangenen Fisch mehr, oder generell mal Fisch vermeiden, wenn man kann, ist auch, finde ich, ganz cool. Kann aber nicht jeder. Deswegen, also jeder kann für sich den Weg finden, aber bitte tut doch was und informiert euch doch, alle, die heute zuhören. Informiert euch und macht doch auch einen Schritt. Es muss nicht ein Riesenschritt sein, aber einen kleinen kann jeder machen. Und dann nochmal zurückzukommen mit der Unterstützung. Du hast gesagt, es ist nicht günstig. Also wir werden auf jeden Fall in Zukunft unterstützen, aber auch alle, die jetzt gerade zuhören, vielleicht habt ihr ja die ein oder andere Möglichkeit, auch so ein Projekt mal zu unterstützen und da ein bisschen was zu spenden. Es sind ja auch viele tolle Firmen, die vielleicht auch heute zuhören, Firmenbesitzer, Firmengründer. Vielleicht habt ihr Lust, so ein Projekt zu unterstützen, und können die dann auch mit euch zusammenarbeiten. Also ist es dann eine Kollaboration, dass die dann irgendwo auch was davon haben, dass sie genannt werden oder irgendwie sowas. Das wollen einige dann ja vielleicht auch fürs Marketing nutzen und so. Absolut, ja, und das ist eine ganz tolle Geschichte. Wir haben seit unserer Gründung etliche Mitglieder, Firmenmitglieder bei uns auch als Fördermitglieder, die aus dem Tauchsportbereich kommen, aber auch aus ganz anderen Bereichen. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Wir haben also dadurch einen Kontakt in die Industrie. Wir haben aber auch Firmen, die uns sponsoren und die sagen: Mensch, das finden wir toll und das wollen wir machen und das wollen wir dann natürlich auch für uns nutzen, indem wir genannt werden. Und das ist natürlich ganz klar. Ja, und ich gebe jetzt mal ein kleines Rätsel auf, weil ich tatsächlich nicht zu viel Sachen hier raus möchte. Aber vielleicht kann das ja jemand mal in die Kommentare packen, wenn das rausfällt. Wir haben ganz frisch jetzt eine Kooperation mit einem richtig tollen lokalen oder kleinen Süßwarenhersteller gestartet, der auf seine Pralinenpackungen jetzt auch einen kleinen Aufdruck hat mit diesem Logo. Da kann Echt? man dieses Logo finden und sagen, ja, der Kauf dieser Pralinen unterstützt Ghost Diving Germany. Ja. Ach, mega, super. Das ist zum Beispiel was ganz Tolles. Jetzt könnt ihr mal gucken und irgendwie in den nächsten Bioladen um die Ecke gucken und mal gucken, auf welcher Packung ihr das findet. Ja, voll cool. Ach, mega. Das gefällt mir. Das werde ich mir auch anschauen. Haben die Das vielleicht finde ich auch vegane? halt zusammen, aber in diesem super. Ja. Da sagt ein Hersteller von Süßigkeiten: Mensch, das finden wir toll, lass uns das machen. Oder eben, um das, wo wir uns kennengelernt haben, auch wieder nochmal aufzunehmen. Das war ein Projekt, was eben Timo als Makler aus dem Tauchbereich mit Tauchpunktversicherung und die NV-Versicherung mit ihrer Nachhaltigkeitsinitiative Besser Grün an den Start gebracht haben. Und die NV ist die Neuhallinger Sihler Versicherung. Die sitzt in Neuhallinger Sihl, genau wo wir da waren. Die haben gesagt: Mensch, wir haben bisher immer Bäume gepflanzt, aber jetzt holen wir Netze aus dem Wasser, und zwar hier bei uns vor der Tür. Das ist natürlich mega schön, das macht richtig Mega Spaß, schön. dort eben mit Partnern, industriellen Partnern oder einzelnen Personen zusammenzuarbeiten. Ich finde das auch. Also das ist das Coole, wenn man einfach Menschen auch kennenlernt, das Netzwerk, das sich dadurch auch ausbildet, also das entsteht. Dadurch können so viele neue, tolle Projekte entstehen, und man kann einfach gemeinsam so viel Gutes tun. Also lasst uns doch zusammenkommen und was Gutes tun, alle gemeinsam. Ja, Ja. sofort, ja. Sofort. Und ganz ehrlich, wie du gerade vorhin sagtest, ich hätte überhaupt gar kein Problem, bei allen zukünftigen Tauchgängen gar keine Netze mehr unter Wasser zu finden. Ja, Die genau. überhaupt nicht stören. Dann kannst du endlich mal richtig nur mit Spaß tauchen gehen. Einfach die ganze Zeit Netze suchen zu müssen und Netze holen zu müssen. Ich meine, ja, wenn man so ein Netz rausholt, ist schon auch ein schönes Gefühl, dass man es das dann gemacht hat. Aber noch viel schöner wäre es halt, wenn gar keine drin wären, gell? Wenn du Ja, einfach das war den Tauchgang der Punkt genießt. davor. Genau. Ach, Dag, Mai, ich sage ganz, ganz fest danke. Ich glaube, wir sind schon mehr oder weniger am Ende unserer Zeit. Magst du noch etwas gerne teilen? Wir können gerne ein anderes Mal noch einen zweiten Podcast machen mit Lass uns einem. doch nochmal einen zweiten Podcast machen. Mir fallen noch so viele Dinge ein, die ich mir so aus dem Kopf jetzt raushauen würde. Aber ich fange einfach damit an, dass ich meine Oma grüße. Wie cool. Voll schön. Da musst du dir auch sagen, dass der Podcast gibt, gell? Den musst du dann anhören, die Oma. Ja, nee, leider lebt die gar nicht mehr. Das war jetzt nur so ein Ach so, dann Running schicken Gag. wir es nach Aber oben. genau. Aber nee, ich finde es total schön, die Gelegenheit haben, hier unseren kleinen Verein vorzustellen und ein Problem ein bisschen in den Blickpunkt zu rücken, was ja gar nicht so richtig in der Wahrnehmung sich findet, weil ja einfach wir gerade einen riesen Haufen von großen, direkten Problemen haben
und Kunststoff und Meeresplastik, Fischernetze im Meer, die sind ja auch nicht im ersten Blick das, was im Klimawandel direkt einen Ausschlag macht. Aber wie immer, es ist der stete Tropfen, der den Stein höhlt. Und je mehr wir uns darum kümmern, Sachen, die wir an Problemen erschaffen haben, zu lösen und dann uns darum zu kümmern, dass diese Probleme gar nicht weitergehen, desto besser ist es. Voll schön. Finde ich ein super tolles Schlusswort. Also echt cool. Danke, danke, danke. So, Gerne, lieber gerne. danke für deine Zeit. Das hat mich mega gefreut, mit dir hier das Gespräch zu machen. Und es freut mich auch immer, mit Leuten so vernetzt zu sein, die so stark für diese Sache brennen, die mir auch so am Herzen liegt. Deswegen mega, mega Dankeschön von meiner Seite, von ganzem Herzen. Und ich bin mir sicher, dass die ganze Community mega Freude hat, diesen Podcast zu hören und auch darüber zu lernen und auch dich und die Organisation kennenzulernen. Also Ghost Diving Germany. Leute, Wir ich werden werde auch mal. den Link nochmal unten reinpacken. Link ist drin. Spendet da mal ein bisschen was hin. Ghostdiving.de ist unsere Internetadresse. Da gibt es dann noch mehr Informationen. Und ja, wir sind Und natürlich auf den. die Spendengröße ist auch egal. Also es ist auch egal, wenn es kleine Spenden sind. Es ist auch voll Ja, willkommen, ja? absolut, absolut. Wir haben da kein oberes und kein unteres Limit. Super. Dankeschön, lieber Dirk. Gut, Ich wünsche ganz dir lieben Dank nochmal für die alles Gute. Einladung. Ich bedanke mich auch im Namen von Ghost Diving International ganz herzlich und freuen uns jederzeit wieder als Gesprächspartner hier auftreten zu dürfen. Super cool, das machen wir. Wir werden es auf jeden Fall wiederholen. Liebe Ich freue mich jetzt Community, schon. bis in 2 Wochen. Danke. Tschüss. Baba. Ciao.